Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich was ganz Verrücktes vor, was ganz Neues. Habe ich, glaube ich, noch nie gefilmt. Habe ich auch bestimmt 20 Jahre nicht mehr gemacht. Wir befinden uns an einem wilden Gebirgsbach. Hier stehe ich gerade auf der Brücke drauf, hier unten seht ihr. Und wollen versuchen, hier fette, wilde Forellen zu fangen. Aber ohne viel Schnickschnack, also nicht mit der Fliegenrute oder mit der Spinnrute oder irgendwas, sondern auf eine ganz einfache, spannende, für jeden nachmachbare Methode. Für mich das allererste Mal. Sonst guide ich ja Leute zum Fisch. Diesmal habe ich einen Guide dabei. Keinen Guide, einen guten Freund. Der wohnt hier. Der hat uns das alles ermöglicht. Und er hat gesagt, Stefan, warte mal, da kommt ein Auto, muss mal kurz aufpassen. Fini, komm mal her. Komm mal hier rüber. Da ist er, der packt gerade seine Sachen. Guten Tag. Floriano, kennt er von einigen Videos von mir, sonst immer zusammen Wels oder Karpfen angeln. Und diesmal hat der Flo gesagt, Stefan, hast du mal Bock auf eine 70er, 80er, 90er Bachforelle? Spaß beiseite. Aber es soll hier große wilde Fische geben. Gibt eine spannende Angelmethode, wie wir es versuchen wollen. Und natürlich, wir haben es, glaube ich, hier am Start, haben uns vorher extra noch schnell organisiert, wollen wir nachher euch zeigen, wie man, wenn es klappt, die ganz lecker zubereiten können. Denn das ist Angeln. So, Wattstiefel anziehen und dann geht es hier in den Dschungel. Wir sind in Bayern, in den bayerischen Dschungel. Ist doch mega, oder? Bin gespannt. Rute, genau. Zeigen wir euch gleich, was wir da zusammenbauen. Yeah. Sexy, oder? Let's go. So. Dinger an. Leichtes Gepäck haben wir am Start. Kescher brauchen wir noch einen kleinen, oder? Ja. Yep. Zack. Eimer, Köder und so. Zeig mal nachher den Jungs. Ich glaube, dann haben wir alles, oder? Eine Angel. Kescher. Eimer. Und Abfahrt. Da bin ich ja mal gespannt. Früher als Jungangler, also die Forelle war wahrscheinlich mit der erste Fisch, den ich fangen durfte, konnte, bei uns am Vereinsgewässer. Die wurden da besetzt, das war easy going, hast du mit Mais reingeschmissen oder so ein paar Bienenmaden, ein paar Würmermaden und dann hingen die da dran. Aber auf wilde Forellen habe ich lange nicht mehr geangelt und ich glaube, es ist auch das erste Video jetzt, wo ich euch mitnehmen werde beim Versuch, an einem wilden bayerischen Gebirgsbach so einen Fisch ans Band zu bekommen. Flo, du hast ja hier mir einiges erzählt. Also vorhin habe ich ein bisschen mit den Größen natürlich übertrieben. Aber es sind hier schon gute Fische gefangen worden, oder? Fische drin, ja. Bis über 60 cm sind sie definitiv schon gefangen worden. Und auch große Barben gibt es hier. Ja. Dann schauen wir mal. Was für Forellen? Sowohl Bach als auch Regenbogenforellen. Okay, krass. Aber schaut mal hier, das sieht schon spannend aus. Ne? Ist jetzt Niedrigwasser, oder? Das ist normal. Was ist das hier unten? Biberloch? Biberloch. Fini ist schon drin. Echt spannend. So, was suchen wir jetzt für einen Spot? Wir suchen uns tiefe, ausgespülte Gumpen im Bach. Wir haben hier Tiefen bis 1,50 Meter, 2 Meter an manchen Stellen. Und in den tiefen Löchern unter den Wurzeln stehen da meistens die Forellen. Okay, let's go. Jetzt müssen wir erstmal unsere Montagen zusammenbauen. Du hast mir gesagt, nimm die leichteste Rute mit, die du hast. Ich habe jetzt hier eine Fox Rage um 2,40 Meter. Flo, sein ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen kürzer. 7 bis 28 Gramm Wurfgewicht. Eine kleine 1500er Stationärrolle drauf und vorne eine 10er geflochtene. Ja, das ist mein Barsch-Equipment eigentlich oder zum leichten Zanderfischen, also zum leichten Spinnfischen. Das sollte passen. Und die Endmontage jetzt. Gucken wir mal, was Flo uns da empfiehlt, was er in seinem Rucksack dabei hat. Dann bauen wir das uns mal zusammen. Ja.
Das ist ja geil, die guten alten Korkschwimmer. Ja, das ist cool. Ja, die Montage an sich ist relativ einfach gehalten. Wir fischen nur einen leichten Korkstopsel. Komm, dann machen wir es gleich drauf. Montieren wir gleich die Sachen. Kennt, glaube ich, jeder. Ne? Mit denen hat jeder mal angefangen zu angeln. Unverwüstlich. Aus Kork. Oben kommt der Pin rein. Zur Tiefeneinstellung. Cool. So, unten dran Wirbel, oder? Unten kleine Wirbel. Den Wirbel befestigt da mit dem Knoten eures Vertrauens. Da macht ja jeder was anderes. Aber die geflochtene Hauptschnur jetzt, die ich hier drauf habe, ist kein großes Problem. Nee, das macht nichts. Okay, das hält. Jetzt? Und jetzt drunter nur ein Forellenhaken. Ganz normale, fertig gebundene nimmst du da, ja. Ja. Das haben wir hier. 20er Schnurstärke, 1,20 Meter langes Vorfach. Unten 6er Haken. Ui, da ist aber ein ganz schöner. So dünn, ja. So fein. Boah. Alter Vater, da ist aber dann Tanz geboten, ne? wenn hier so ein Riesenteil einsteigt. Aber immer erstmal was fangen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich von den Fischgrößen, wo du erzählt hast, ein bisschen dicker geangelt, aber du sagst 20er reicht, ja? Ja. So, braucht man Blei? Nee, ich würde es erstmal ohne Blei probieren und je nachdem, ob man Bisse bekommt oder nicht. Können wir dann später noch ein Blei drauf tun, damit der Köder unten bleibt. Okay, also kann es sein, dass ein Blei sogar manchmal schlechter ist? Ja. Okay. Also nochmal für euch, easy going. Kleiner Schwimmer, Wirbel, 1,20 Meter langes Vorfach, sehr, sehr dünn, 0,20. Kleiner Haken. So, und was machen wir da jetzt drauf? Dosenmais wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Was kommt als Köder drauf? Wir haben so mittlere Dentobena dabei. Und mit denen klappt das eigentlich immer ganz gut. Okay, und warte mal, ich gebe dir mal kurz die Kamera rüber, da kannst du mir das gleich mal zeigen. Ich kenne das ja noch früher vom Aalangeln, wie ich unterwegs war. Die meisten haben immer den Fehler gemacht, also von meiner Erfahrung her. Die haben den Wurm so fünfmal drum gewickelt, dass es im Endeffekt aussah wie ein Wurmklumpen. Ich würde es jetzt so machen, keine Ahnung, ich kann ja mal hier mir einen rausnehmen. Einmal nur aufspießen? Ja. In der Mitte oder am Kopf? Ich mache immer relativ mittig. So, ja, genau. Und wie viele Würmer kommen drauf? Einer. Einer? Nur so, ja. Na ja, klar, das ist halt dann Nature, ne? Wenn hier so ein Wurm oder irgendwas runterspült. Ganz einfach, easy going, ja. Okay, und jetzt zum Anfang. Ich habe ja keinen Plan hier vom Wasser. Wie tief stelle ich das jetzt ein? Oder wie tief ist es hier an dem ersten Spot, wo wir sind? Hier, wenn wir jetzt eine Tiefe haben, drüben sieht man, da ist es drüben flach. Ist flach, ja. Und Innenkurve, Außenkurve. Wir haben ja eine leichte Außenkurve, ist immer tiefer, ja. Oder dann so die Unterspülung da drüben. Genau, hier werden wir 1,50 Meter, werden wir da haben, 1,60 Meter. Und hier ist dann auch ein bisschen tiefer und vorne geht es dann wieder flach Richtung den kleinen Wasserfall. Okay. Also wie tief, also wie weit über Grund oder schon einen Meter tief stellen? Nee, oder Vorverlänge? Vorverlänge nur erstmal. Gut, dann schiebe ich jetzt mal den Schwimmer bis an meinen Wirbel. Dann haben wir ja einen guten 1,20 Meter unten dran. Und dann aufpassen hier das ganze filigrane Zeug, bleibt gleich hängen. Wenn man nur, oder sonst sehr oft nur schweres Wälzgerät gewohnt ist. Okay, junger Mann, jetzt. Lass ich ihn hier durchschreiben oder was mache ich? Am besten gehst vorne auf die Spitze von diesen Bäumen. Also so Richtung dem Baum schmeißen? Genau, du schmeißt jetzt hoch Richtung der Brücke und dann lässt ihn einfach runtertreiben. Brücke ist das, okay, spannend. Selbstgebaut. Gewöhnen, ja. Okay. Jetzt hier so durchschreiben lassen? Genau. Wie ist das? Sind die Fische scheu? Also am Ufer, klar, bewegt man sich immer so leise, wie es geht. Aber sehen die uns jetzt nicht, wenn wir jetzt hier... Ich habe jetzt im Fall nur nicht gehabt, wenn ich da sitze, dass ich recht viel versprengt habe. Aber natürlich merkt man es, wenn man jetzt eine Strecke macht,
dass immer wieder Kriech unter die Wurzeln ausschwimmen. Jetzt ab und zu mal den Köder nochmal stoppen, also bewegen, zurückziehen oder einfach laufen lassen? Ich würde zum Anfang erstmal laufen lassen und schauen, ob da was kippt. Da war schon irgendwas oben. War eh schon der erste Fisch da. Wie lange machst du jetzt so einen Platz hier? Ich lasse den Stopsel hier meistens dann 5, 6 und weiter 7 Mal durchtreiben. Okay. Und dann geht es weiter zum nächsten Loch. Okay, willst du deine Rute auch fertig machen? Dann nehme ich dir mal die Kamera ab. Oder ist eine Rute ausreichend für so einen Spot? Eine Rute ist eigentlich ausreichend für so einen Spot, oder? Ja, aber wir wollen ja zusammen angeln. Finny hat es schon bequem gemacht. Wenn die jetzt beißen, sind die dann drauf oder kann es das sein, dass der wieder ausspuckt? Das kommt dann wieder aus. Also muss direkt anschlagen. Finny, hey, fangen wir hier einen Fisch? Hm? Das ist ja mega cool, ne? Ja, brauchst du dich jetzt nicht auf meinen Schoß setzen. Hey, wir müssen hier leise sein. Ganz leise und abwarten. Das ist hier nicht so wie Welsangeln, dass man am Ufer rumronzen kann. Da treibt unser Schwimmer. Guck, siehst du denn dort? An so kleinen Bächen hier hat meine Angelkarriere auch begonnen. Wir haben zu Hause auch einen ganz kleinen Fluss im Odenwald, die Wechnitz. Da war ich am Anfang immer Schwarzangeln, ja, als kleiner, junger, verrückter Kerle, bis ich erwischt worden bin. Aber dann habe ich zu meinem Fehler gestanden, war ehrlich und habe dann vom Pächter damals sogar die Erlaubnis bekommen mit Schonhaken auf Forellen, Döbel und Co. dort zu angeln. Und so ging alles los. Ja. Und jetzt sind wir wieder hier an so einem kleinen Bach. Zwar weit weg von zu Hause, in wunderschönen Bayern, aber es ist auf jeden Fall schon mal wieder mega spannend. Denn bei den sonstigen Angelarten, jetzt außer beim aktiven Angeln, beim Welsangeln, beim Karpfenangeln, ist ja sehr viel Ansitz immer dabei. Platz wählen, Ruten auslegen und dann sitzt man nur rum, ja, und guckt in den Himmel. Und hier, das ist natürlich mal wieder gleich Spannung pur. Wie lange machst du jetzt hier so einen Platz? Wie lange bleibst du an so einer Stelle? Du hast den Stopsel 5-6 Mal durchtreiben und dann wechseln wir. So, Finny, weiter geht's. Hier lang, falsche Richtung, zum nächsten Platz. Hier war nichts los. Weiter geht's. Die nächste Vertiefung hier am Bach. Aber schön alles verwildert hier, ne? Also viel los ist hier nicht, oder? Nee. Wir trampeln hier durchs Unterholz wie so ein paar Elefanten durch einen Porzellanladen. Das sind richtige Biberwege, sind das, oder? Ja. Tief wird es da drüben sein. Meter? Jetzt muss ich. Hier ist ein weiterer sehr interessanter Angelbereich, eine Rausche. Fisch?
Ach, Flo hat einen ersten, aber das ist keine Forelle. Nee. Eine Bachschmerle. Krass. Maul wie eine Barbe, ne? Ja. Naja, der erste Fisch am Start, aber davon wären wir noch nicht satt. Wir brauchen noch eine gute Forelle. Weiter geht's. Da drüben unter dem Baum, unter die Wurzeln, sagt man sie. Da stehen welche. Fisch on. Ein Eitel, ein Döbel, alter Falter. Der erste Fisch für mich hier am Bach. Das sind die Forellen. Wo sind die Forellen? Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Komm darüber. Hier rüber wirst du nicht kommen, Fini. Unten rum musst du. Unten rum. Siehst du? Treibt es zu nah an die Wurzel, oder? Will ich weiter rüberwerfen? Gar nicht so einfach, hier den richtigen Winkel zu kriegen. Der könnte jetzt ganz gut passen. Nicht in den Blättern hinbleiben, dass es schön durchtreibt. Der kommt gut jetzt. Sehe ich den Schwimmer nicht mehr. Jetzt ist es Schnur beobachten. Mann, das gibt es in Fische, ne? Bis. Das gibt's doch nicht. Zwei Bisse hintereinander jetzt hier gehabt. Ganz kleiner Haken, aber hängend. Zwei Bisse jetzt hintereinander gehabt. Ich habe jetzt nochmal einen frischen Wurm drauf. Flo vermutet, dass es Barsche sind oder kleine Weißfische, irgendwas. Hängen. Ziehen den Schwimmer runter. Genau hinter dem Baum dort. Gucken, ob wir jetzt nochmal eine Chance bekommen. Genau da kamen die Bisse. Bis. Döbel, oder? Ja, Eitel. Eitel, sagen sie in Bayern. Kleines. Guter Welsköder oder Hechtköder. Guter Hechtköder, ja. Wir brauchen aber eine Forelle, mein Gietz, da.
gar nicht so einfach. Ne? Da denkt man immer, Forellenangeln ist easy going, aber hier am Bach ist es doch ein bisschen eine andere Liga. So, was machen wir? Nächster Platz? Ja, wir fahren weiter hoch. So, sind wir wieder im Flosheim, gemütlichen Bulli. Das ist, glaube ich, 30 Jahre alt. Und auf dem Weg zum neuen Angelplatz ballern wir uns eine gute Portion Energie jetzt rein. Wir bauen uns eine schnelle Portion Holy Energy Eel zusammen. Aal passt zu unserem Unterfangen. Wir wollen zwar eine Forelle fangen, aber der Aal ist mega lecker. Ist eine neue Sorte, müsst ihr mal probieren. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, da findet ihr einen Rabattcode, entweder für die XXL Packs oder für die Taster Packs, wenn ihr euch erstmal durchprobieren wollt. Easy going, Wasser drauf. Das kommt jetzt gut. Wasser ist schön kühl. Deckel drauf. Gut zuschrauben. Shake it. Den Aal habe ich selber noch nicht probiert. Oh, mega lecker. Kein Blödsinn drin und haben wieder genug Energie, um unsere Forelle hier aus dem kleinen Bach noch abzuholen. Abfahrt. Neuer Platz, neues Glück. Jetzt sind wir ein bisschen gefahren. Aber von hier aus können wir wieder schön Strecke machen. Hier so eine Kiesbank drauf, lass mal den Wurm mal hier durchheizen. Finde ich gut, sah ganz gut hier im Wasser. Ich hoffe, dass nicht die Forellen verschreckt. Aber echt nicht einfach. Ich habe vorhin mal mit dem Flo gesprochen, was wir beide jetzt vermuten. Flo ist ja der Revierkenner. Ging ja erst vor kurzem hier die Schonzeit vorbei. Und wir haben relativ in den Wiesen drin und an den Spots, an den tieferen Gumpen, relativ viele Spuren gesehen. Wir haben heute Montag, kann also sein, das erste schöne Wochenende liegt hinter uns, dass am Wochenende viele Angler unterwegs waren, natürlich die Zeit genutzt haben. Nee, du verjagst die Fische da drüben. Mensch. Ja, wir gehen jetzt noch ein Stück weiter runter. Und dann müssen wir, wenn wir Pech haben, doch zu McDonald's fahren. Aber vielleicht jetzt am späten Nachmittag, dass wir noch mal Glück haben. Ein paar Plätze haben wir noch vor uns. Und den Energy-Aal haben wir auch drin. Also fit sind wir noch. Finny, wenn du da rumrennst, fange ich dann nie eine Forelle. Ewe, Ewe, Ewe. Ist das Hänger? Ne, das ist Fisch. Das ist Fisch. Fisch. Unsere Forelle ist am Band. Flo, werf mal einen Kescher runter. Danke. Alter Falter. Gleich hier vorne an der Gumpe kam sie, wo es ein bisschen tiefer wird. Das erste Abendessen ist gesichert. Halt mal bitte. Mega. Mega. Eine Regenbogenforelle hängt ganz vorne im Maul. Da ist sie, die erste aus dem wilden Bach hier. Cool. War jetzt aber echt eine ganz schöne Geburt. So. Betäubt ist sie. Zaubere Stich ins Herz.
Ausnehmen tun wir sie dann später, kurz vor der Zubereitung. Ein Abendessen ist schon mal gesichert. Weiter geht's. Ein Platz hat Flo noch im Petto. Leise anschleichen, dass nicht gleich die ganzen Fische wieder gespukt sind, bis wir dort sind. Und hier merkt man jetzt schon, hier sind weniger Fußspuren. Also hier merkt man jetzt nichts, dass Leute unterwegs waren. Aber die ganzen Plätze, die schnell vom Auto zu erreichen waren, haben wir überall Fußspuren auf den Wiesen gesehen. Und ich glaube, nach so einem Wochenende ist klar, da wurden ein paar Fische gefangen von anderen Anglern. Ein paar wurden verjagt, verscheucht, sind erstmal vorsichtig. So. Ah, geiler Platz. Haut das Wasser schön runter. Okidoki, wo gehen wir rein? Direkt beim Wasserfall. Okay, los. Probieren wir es noch einmal. Komm, ich lass dir mal einen Vortritt. Ich durfte ja eben eine fangen. Was für eine verrückte, was für eine spannende Fischerei hier am kleinen Bach. Und sogar von Erfolg gekrönt. Flo sagt zwar, es war jetzt hier nicht der beste Angeltag an seinem Bach, aber ich sage, ich mache das ja nicht so häufig, ich habe solche Gewässer nicht vor der Haustür. Wir hatten 4 Fische oder 5. Ich hatte einen Eitel, also einen Döbel. Wie viele Döbel hattest du, Eitel? 2, also hatten wir 5 Fische, ein Zielfisch, die Forelle und eine Bachschmerle, fängt man ja auch nicht alltäglich, aber es war mega spannend. Es war eine tolle Fischerei, also könnte ich mich dran gewöhnen, mal nebenher, ein bisschen filigraner alles, aber mega, mega spannend. Es ist halt immer alles spannend, was man täglich macht, ne? Und was so ein bisschen neu ist. So, Floriano. Forelle teilen wir uns, holen wir uns noch ein Steak beim Metzger. Ja, sonst wären wir nicht satt. Genau, aber darum geht es Angeln ja auch nicht. Aber wir wollten einfach mal probieren, hier eine schöne frische. Im besten Fall hätten wir gerne 2 gehabt, für jeden einen. Aber wir teilen uns die eine Forelle. Wir sehen uns gleich wieder und zeigen euch noch, wie wir sie zubereiten. Bis gleich. Der heizt jetzt vor, mein Güster. Ich bin gespannt. So, jetzt sagen wir euch, wie wir heute die Forellen zubereiten, die wir Nachmittag am Bach gefangen haben. Dazu schneiden wir uns da ein paar Scheiben Limetten runter. Haben wir da ein Fischgewürz von mir daheim. Da ist drin Paprika, Salz, Pfeffer und ein bisschen Knoblauch. Gehen wir her, machen wir den Fisch ein bisschen auf. Dann mal gut würzen. Dann mal noch ein bisschen Ei rein. Dazu legen wir ein paar Scheiben Kräuterbutter rein.
und die Limettenscheiben. Dann mal einfach einen Fisch mit rein. Klappen wir das Ganze wieder zu. Dann haben wir da so eine praktische Grillzange, damit der Fisch am Rost auch nicht ankleben kann. Legen wir die Forellen im Ganzen da rein. Klappen wir es zu. Und schon ist das Ganze fertig. Können wir sie am heißen Grill auffüllen. Und frischer wird es nicht mehr. Heute Nachmittag gefangen. Und am Abend schon am Grill. Und circa 10-15 Minuten später ist er schon fertig. Echt gespannt. War ein mega Tag. Vielleicht nicht der einfachste Angeltag, aber so ist oft Angeln. Wir sind froh, dass wir eine gekriegt haben. Wir haben uns noch beim Metzger ein bisschen eine Beilage geholt. Gleich zeigen wir euch, wie das Teil aussieht. Bis gleich. Oh, das sieht ja schon fein aus. Mega. Wie lange noch? 2-3 Minuten haben wir fertig. Dann machen wir einen Flossentest und dann geht's los. Flossentest? Bin ich gespannt. Eieiei. Lecker, lecker, lecker. Das Fleisch. So, jetzt zeig mal den Zuschauern deinen Flossentest. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. So, das ist so, wenn man diese Rückenflosse rausziehen kann. So wie jetzt hier. Da sieht man, der Fisch ist durch und ist perfekt zum Verzehr geeignet. Mega. Definitiv für mich nicht die letzte Aktion am Gebirgsbach auf Forelle. War mega. Wir lassen es uns jetzt hier richtig schmecken und sehen uns beim nächsten Video.